Eine letzte Meldung habe ich noch. Und die hat mir gut gefallen, weil sie auch so ein Illusionskiller ist. Viele Deutsche haben die Vorstellung, dass es den Deutschen sehr, sehr gut geht finanziell. Den Deutschen geht es relativ gut dadurch, dass hier die Lebensmittel relativ günstig sind. Und das lässt sozusagen das Überleben noch relativ gut zu. In anderen europäischen Ländern sind die Lebensmittel deutlich teurer. Das ist also ein großes Problem für sehr, sehr viele Menschen. Und ansonsten aber, wenn wir uns mal die nackten Zahlen anschauen, dann geht es den Deutschen, wie man immer so sagt, sehr schlecht innerhalb der EU. Wir haben mit die geringste Quote an Hauseigentum, Immobilieneigentum in der ganzen EU, weit hinter Griechenland, weit hinter Italien, weit hinter Zypern. Und auch das, was die Menschen gespart haben, ist hier viel, viel geringer als in den besagten Ländern, von denen wir immer glauben, dass es denen viel schlechter gehen müsse. Warum? Weil uns das permanent gesagt wird. Den Deutschen ging es noch nie so gut, hat Frau Merkel vor kurzem gesagt. Das ist eine Verhöhnung. Das ist eine Verhöhnung. Und solange die Menschen nicht bemerken, dass sie verhöhnt werden, tja, kann man das so weitermachen. Aber die Meldung, die ich heute mitgebracht habe, die hat auch mich überrascht. Wirtschaft heißt es da. Ich habe jetzt die Meldung hier bei MM News gefunden, aber die ist im Original sicherlich irgendwo anders erschienen. Aber da findest du sie jedenfalls auch. Und da heißt die Meldung wie folgt, oder lautet die Meldung wie folgt. Deutschland knapp vor Aserbaidschan auf Platz 24. Jetzt müssen wir nur wissen, worum ging es da? Um eine neue Weltbankstudie. Und da geht es darum, wie gut ist ein Standort? Genau heißt es Ease of Doing Business. Und da geht es also um Standortberichte. Deutschland steht jetzt vor Aserbaidschan auf dem 24. Platz, was eben die Attraktivität als Standort betrifft. Und das ist 4 Plätze schlechter als im vergangenen Jahr. Und dann steht hier noch, dass die Briten nahezu unbeschadet aus dem Brexit hervorgehen und sie schauen voller Optimismus in die Zukunft, während Deutschland immer weiter abrutscht. So sagt es jetzt also dann eben auch die Alice Weidel von der AfD. Wir haben EU und Medien nicht für ein Horrorszenario rund um den Brexit gesponnen, aber das ist alles gar nicht wahr und so weiter und so weiter. Das müssen wir uns nicht angucken. Ich habe zum Thema Brexit einiges schon gesagt in der Vergangenheit. Unter anderem habe ich ziemlich deutlich gesagt in einem Interview, als ich bei Nuoviso war, das war bevor Großbritannien aus dem Brexit ausgetreten ist, beziehungsweise aus der EU ausgetreten ist und den Brexit vollzogen hat oder angekündigt hat. Und meine Gesprächspartner haben das alle nicht erwartet und ich habe ganz deutlich gesagt, das passiert auf alle Fälle natürlich. Die Architekten wissen, an welchen Stellen das Haus marode ist und werden rechtzeitig das Haus verlassen. Das ist ganz einfach. Und genau das ist geschehen. Und diese ganzen Hinweise, die Briten wollen wieder in die EU und die werden jetzt abrutschen, das ist nichts anderes als eine komplette Verdummung, um daraus einen Rückschluss abzuleiten, wie großartig es ist, noch in der EU bleiben zu dürfen. Lass mal die simpelste Form der Erklärung. Aber kommen wir jetzt nochmal zurück zum Wirtschaftsstandort Deutschland. Rangiert also auf Platz 24 vor der Volkswirtschaft von Aserbaidschan, das habe ich schon gesagt. Auch bei der Attraktivität, ein Unternehmen zu gründen, landet Deutschland als Europas größte Volkswirtschaft auf Platz 114 von 190 untersuchten Ländern. Der Reformstillstand zeigt sich überdeutlich. Wenn hier nicht schnell gehandelt wird, ist unser aller Wohlstand bedroht. Die Wirtschaftspolitik muss sich in der Zukunft verpflichtet fühlen. Bla, bla, bla. Das hat die Frau Weidel gesagt. All das ist Schall und Rauch. Ich will damit nicht sagen, dass das, was sie hier sagt, aus ihrem eigenen Verständnis nichts ist als Schall und Rauch, sondern das mag sie wohl so glauben. Aber die Hintergründe, warum das so ist, die haben nichts mit dem zu tun, was hier an der Oberfläche besprochen wird. Wir sind genau da, wo wir sein sollen. Und das muss dir bewusst werden.
Und dadurch kann sich auch unser eigenes Verständnis entwickeln und wir können begreifen, was wirklich geschieht, wenn wir nicht mehr durch die illusionäre Brille blicken, die uns die Erklärungsmodelle gleichzeitig auf eine, man könnte sagen, kindlich naive Art und Weise mitliefert. Mach dich frei von diesen Erklärungsmodellen und schau einfach hin, was passiert. Das ist der ganz große Lernprozess, der im Moment gefordert wird. Vergiss all das, was man dir sagt, was das bedeutet, sondern guck einfach, was du siehst, wenn du durch die Stadt gehst und siehst die alten Leute, wie sie aus den Mülleimern versuchen, Pfandflaschen zu finden. Das ist das, was ist. Nicht ein Geschwätz, den Deutschen ging es noch nie so gut. Wenn du die Zeitungen liest und tust es aufmerksam, dann siehst du und hörst du die Stimme des Systems. Sieh dir an, was du zu sehen bekommst und was du da tatsächlich vorfindest und dann machst du das Allerwichtigste überhaupt, was für uns jetzt mehr als alles andere zählt und was von so großer, überragender Bedeutung ist. Und das ist, dass du die Dinge zu durchschauen beginnst und nicht mehr anfängst, auf der Oberfläche der illusionären Nebelwand das entsprechende dort hinterlegte Erklärungsmodell zu verinnerlichen und das nachzuplappern, weil du dir erhoffst, dass dir andere auf die Schulter schlagen und sagen, ach, wie großartig du das alles verstanden hast. Es ist dummes Geschwätz, was du dort zu lesen bekommst. Es ist wichtig, dass wir das begreifen und dass wir da auch mit Mut herangehen. Das ist das, was jetzt gefordert wird. Deine eigene Kraft, deine eigene Stärke und auch deine Fähigkeit, aus dieser Kinderwelt herauszugehen und auch deine Opferrolle aufzugeben, in der du nämlich die Vorstellung hast, dass andere die Dinge für dich regeln. Und vielleicht willst du auch gar nicht so genau hinblicken, das macht dich nur nervös. Hör auf, diesen ganzen Kram zu glauben, der dafür verwendet wird, dich in einem Gedankenkäfig zu halten und fang an, wirklich zu sehen, was passiert. Es war noch nie so leicht wie jetzt. In diesem Sinne möchte ich dich ermuntern und dir den wichtigen Hinweis noch geben, dass die aktuellen Bewegungen so deutlich sind, dass nunmehr immer mehr Menschen gezwungen werden, die Realität wahrzunehmen und vielleicht sogar im nächsten Schritt anzufangen, die Realität wichtiger zu nehmen als die fiktiven Modelle, die ihnen jeden Tag durch das Fernsehen und natürlich eben auch durch die anderen Medien wie auch durch die gedanklichen Modelle in ihren eigenen Köpfen permanent präsentiert. In diesem Sinne wünsche dir eine sehr schöne Woche, lass es dir gut gehen. Alles Liebe. Namaste.